Oh, erwischt. Hallo, mein Name ist Jens Seibert, oder besser bekannt als Travestiefigur Gina. Tja, und so sehe ich in Natura aus. Und hier sitze ich in meiner Garderobe. Das hier ist für mich der wichtigste Raum in Hinsicht auf meine Arbeit. Hier findet man alles. Perücken, Schuhe, Kleider, Strumpfhosen und Schminke in allen Farben und Varianten. Zunächst erstmal etwas über meine Vergangenheit, sozusagen die Chronik meiner Show. Begonnen hat alles mit dem Fasching. Was anfangs nur ein Spaß war, entwickelte sich bald zum Drang nach Perfektionismus. 1990 hatte ich meine ersten richtigen Auftritte im Konzert- und Ballsaal Neue Welt und im legendären Lindenhof hier in Zwickau. Dieser existiert leider nicht mehr, doch damals hat er für viele Fernsehproduktionen und Revuen parat gestanden. Tja, seitdem ist einige Zeit vergangen. Nachdem ich Solo begann, bin ich nun auch wieder Solo. Zwischendrin war ich der Gründer und Kopf des ersten sächsischen professionellen Travestie-Duos. Meine Damen und Herren, Gina und Mandy. Gina und Mandy waren wir Sachsens erstes Travestie-Duo. 1991 wurde der Kunstfigur Mandy erstmals Leben eingehaucht und 1992 traten wir dann in die Profiliga der Travestie-Shows ein. Seit 1994 waren wir dann mit eigenen Liedern unterwegs, welche vom Komponisten und Texter Holger Wettstein speziell für uns geschrieben wurden. Dieser ist übrigens bis heute der Komponist all meiner Lieder. Seit 1994 stellten wir dann jährlich eine neue Bühnenshow von 2,5 bis 3 Stunden Länge auf die Beine, inklusive neuer Lieder, Kostüme, Perücken und natürlich Dekorationen. Unsere Auftritte führten uns durch ganz Deutschland. Frankfurt, Berlin, Darmstadt. Jedoch in erster Linie blieben wir Sachsen treu. In Talkshows wie Hans Meiser machten wir die Runde. Und selbst im MDR wurde ein 20-minütiger Bericht über uns ausgestrahlt. Auch die Presse berichtete ständig über uns und erste Fanclubs entstanden. Doch 1999 musste André alias Mandy dann aus privaten Gründen die Show verlassen. Das sind ja voll die Granaten, die beiden. Zirzen hier ein bisschen rum und schon steht der gesamte Supermarktkopf. Mit den Waffen der Frauen hieß das Lied, aber ihr habt es selbst gesungen. Ja. Während viele Travestiekünstler ja dann vollblieb irgendwelche anderen Titel singen oder Lieder singen. Wir waren zwei Frauen, doch das ist vorbei. Gina und Mandy sagen goodbye. Einmal muss die Show vor. Nun, da ich als Gina mit meiner One-Man-Show wieder unterwegs bin, hat sich einiges geändert. Der Kontakt zum Publikum ist intensiver und persönlicher geworden. Alles, sowohl die Lieder und die Texte, sind nun noch mehr auf mich maßgeschneidert worden. Aber ich würde sagen, schauen Sie sich ein paar Beispiele davon an. Wer immer lacht, dem glaubt man nicht, dass er auch weinen kann. Und wenn ihm fast das Herz zerbricht, man sieht es ihm nicht an. Neben mir, der Platz ist leer, nur Kälte hüllt mich ein. Ich bin allein,
bin ganz allein. Nun steh ich da, wo ich oft stand, hier in der Dunkelheit, und niemand reicht mir seine Hand in meiner Einsamkeit. Vieles, was zu leicht erscheint, wiegt schwerer als ein Stein. Ich bin allein, bin ganz allein. Die Show beginnt, wer wagt, gewinnt. Gleich gehen die Bühnenlichter an und das Lampenfieber wächst vor dem vergessenen Text, vor einem Publikum, das mich entfesseln kann. Die hier gezeigten Videoausschnitte stammen aus zwei verschiedenen Shows, welche in Zwickau im Theater in der Mühle aufgezeichnet wurden. Denn jetzt zählt nur der Moment, ein Lied, das jeder kennt, ein Lächeln und der Zauber dieser Show. Fieber, in euch brennt es, Fieber, wenn ihr denkt an mich. Fieber, gut, dass es das Fieber gibt. Gut, dass es das Fieber gibt. Nach wie vor ist eins meiner Markenzeichen, fast ausschließlich mit eigenen Liedproduktionen zu arbeiten. Dabei ist es mir wichtig, dass diese deutsch sind. Mein Publikum soll verstehen, was ich singe. Schau mir nicht so auf den Mund, du weißt, genau den Grund, so kann's nicht weitergehen. Schau die Leute ringsumher, sie wundern sich schon sehr, wir sind doch nicht allein. Würde ich sagen, dann stoßen wir jetzt zu Anfang schon mal an auf die Männer. Die kriegen heute noch kräftige Fans weg. Vielleicht haben Sie schon bemerkt, dass ich in meiner Show nur auf wenige Pailletten und Federn zurückgreife. Und wenn, dann nur als schmückendes Stilmittel. Mir ist es wichtig, in erster Linie verschiedene Frauentypen darzustellen, die dem Publikum auch glaubwürdig rüberkommen. Wichtig finde ich, mich am Schluss der Show abzuschminken. Mein Publikum soll sehen, dass es sich mit der Show nur um eine Illusion handelt. Dies tue ich zum Lied »So lebt dein Leben«. Wenn ja, dann sehen wir uns ja vielleicht auf irgendeiner Ihrer nächsten Veranstaltungen wieder.